Ledibar ist ein Pokémon mit dem Typ Käfer und Flug, existiert seit der zweiten Spielgeneration und kann sich zu Ledian entwickeln. Ledibar ist ein kleines sechsbeiniges und marienkäferähnliches Pokémon, das Beige, hellrot, schwarz, weiß und grau gefärbt ist. Die Ausnahme des Beigenunterkiefers ist der Kopf, der hellrot gefärbt ist. Das gilt auch für die Deckflügel, wobei darauf auch die fünf schwarzen Punkte zu sehen sind. Die Fühler sind ebenfalls schwarz gefärbt und der gesamte Torso ist beige gefärbt. Auf der Bauchseite verläuft ein senkrechter dünner Strich und im unteren Bereich des Rückens ist dagegen ein waagerechter dünner Streifen zu erkennen. Die Beine sind grau und die Füße besitzen einen weißen Ton. Auf dem rundlichen Kopf wachsen zwei dicke und leicht geknickte Fühler und die großen runden Augen bestehen aus weißer Lederhaut und schwarzen Pupillen. Der Kopf ist unmittelbar mit dem ovalen Torso verbunden und hat Ledibar seine Deckflügel geöffnet, sind die beiden dünnen Flügel gut zu sehen. An den unteren Seiten des Bauches wachsen die sechs kurzen Beine, an deren Enden sich die runden Füße befinden, die jeweils über einen runden Finger verfügen. Und abschließend in seiner Shiny-Form sind die hellroten Körperstellen in einem hellen Orange gefärbt, Unterkiefer und Torso erscheinen leicht gelblich. Ledibar bildet die Basisform von Ledian und entwickelt sich automatisch auf Level 18 weiter. Das einst augenscheinlich nur Merkmale eines Käfers aufweisende Pokémon verzeichnet nun auch deutlich veränderte Körperstrukturen und die beiden hinteren Füße von Ledibar sind nun deutlicher als solche zu erkennen, während die vier Arme kaum eine Veränderung durchleben durften. Die Augen des Pokémon sind nun blau gefärbt und die Grundfarbe wechselt von Orange zu einem tiefen Rot. Mit seinen beiden Typen ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt Viertelschaden gegen Pflanzen- und Kampfattacken, halben Schaden gegen Käferattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Elektro-, Eis- und Flugattacken und sogar vierfachen Schaden gegen Gesteinsattacken. Der Rest macht normalen Schaden.